Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Turn rund Rügen im August 2016. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, findet Links dorthin in der Infobox und in der Videobeschreibung. So, nach unserem langen Schlag am Vortag haben wir heute einmal ausgeschlafen und uns dann Stralsund angesehen. Vom Hafen ist es nicht weit zum alten Markt mit dem historischen Rathaus. Die ganze Stadt ist wunderschön restauriert und es lohnt sich wirklich, sich Zeit zu nehmen für die Besichtigung. Am Neuen Markt, da befindet sich die Marienkirche. Und hier kann man auf den Turm steigen und hat von dort aus einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt und auf die Insel Rügen und auf die Rügenbrücke. Direkt am Hafen befindet sich auch das Ozeaneum mit seinen großen Aquarien. Allein dafür soll sich ja schon ein Besuch in Stralsund lohnen. Das haben wir uns aber nicht angesehen, weil wir dort nicht so durchhetzen wollten. Machen wir beim nächsten Mal. Dafür haben wir dann aber die Gorch Fock 1 gesehen, die im Hafenbecken festliegt. Eigentlich wollten wir dann bei der nächsten Öffnung um 15.20 Uhr unter der Ziegelgrabenbrücke durchfahren. Aber gerade als wir ablegen wollten, ist ein furchtbarer Regen runtergekommen mit wirklich heftigen Schauerböen. Deshalb haben wir unsere Abfahrt auf 17.20 Uhr verschoben, was natürlich schon ziemlich spät war. Man nähert sich dann der Brücke und zeigt durch Hin- und Herfahren an, dass man durch will. Auf dem Weg liegt dann die neue Rügenbrücke, unter der man zum Glück so durchfahren kann. Pünktlich um 17.20 Uhr wurde dann die Brücke für den Verkehr gesperrt und kurze Zeit später fing sie auch an, sich zu öffnen. Zuerst der Teil mit den Eisenbahnschienen und dann die Straße, und als beide Teile oben waren, hat es noch einen Moment gedauert und dann sprang das Licht von Rot auf Grün und wir konnten durchfahren. Hinter uns ist noch ein Frachter unter der Brücke durchgefahren. Laut AIS war er auf dem Weg nach Hull in England. Jedenfalls kam er relativ schnell näher und hat uns dann überholt, als es neben dem Fahrwasser tiefer wurde und wir eine Kurve geschnitten haben. Wetter sah weiter unbeständig aus, zwar hat meist die Sonne geschienen, aber es zogen auch dunkle Wolken über uns weg. Zum Glück sind wir trocken geblieben, aber vor uns und hinter uns sind auch Regenschauer runtergegangen. Jedenfalls war kaum Wind, beziehungsweise nicht genug, um noch vor der Dunkelheit in Lauterbach anzukommen. Deswegen sind wir leider die ganze Strecke motort. Auf dem Bodden ist es dann noch richtig schön geworden und wir konnten einen wunderbaren Sonnenuntergang erleben. Wir sind dann mit dem letzten Büchsenlicht in Lauterbach eingelaufen und wie es von dort weiterging, seht ihr im nächsten Video. Link dorthin findet ihr in der Infobox und in der Videobeschreibung. Bis dahin!